Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, mal wieder. Und zwar geht es dieses Mal um die Doc Morris für dich Box. Die konnte ich ergattern. Die haben da immer so eine Verkaufsrunde, wie auch immer. Und da habe ich tatsächlich auch noch eine von gekriegt. Also wenn du Bock drauf hast zu wissen, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, ich würde mich wirklich als Kaffee-Junkie beschreiben. Ich sitze hier immer und trinke Kaffee. Jedes Mal. Wahnsinn. Also die Doc Morris für dich Box bekommt man für 14,99 €. Und da gibt es immer so, ich glaube, für jede Jahreszeit oder so. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall im Sommer gibt es immer eine Box. Und ich glaube auch zum Winter hin. Also im Prinzip zwei Boxen auf jeden Fall. Ja, und wie bin ich darauf gekommen? Ich hatte mir letztens die Meatpacks für dich Box ja bestellt und da hatte jemand unter meinem Video kommentiert, hey, holst du dir auch die Doc Morris Box? Und ich so, und habe dann auf die Doc Morris Seite geschaut und dann stand da, Verkauf, ich glaube 5.5. oder so, war diese Verkaufsrunde. Direkt Alarm im Handy gesetzt, alles klar. Und hab mir dann eine gesichert. Zwischenzeitlich ist die Seite, glaube ich, auch von Doc Morris ein paar Mal zusammengebrochen. Aber vehement, immer wieder probiert und ich habe es hingekriegt. Ja, ich war hartnäckig. Gut, wie kommt die Doc Morris Box? Das ist das erste Mal, dass ich eine habe. Also quasi nach der Medpacks Box meine zweite Apothekenbox. Und alle haben gesagt, dass die hier besser sein soll. Lass ich mich mal überraschen. Die kommt hier mit so einer Banderole. Die nehme ich jetzt mal eben ab und da drin ist dann die Box mit den Produkten, die jetzt doch sehr groß ist. Achso, und hier drin sind die Produkte nochmal abgebildet. Das ist ja cool. Stehen auch die Preise drin, dann kann ich euch die nämlich auch einblenden. Ha, voll gut. Links zu allen Produkten stelle ich die mal unten in die Infobox, sofern ich sie finde. Und die Box kann man auf docmorris.de dann bestellen. Auch den Link stelle ich dir mal unten in die Infobox. Da sind alle Produkte drin. Genau, cool. Hoch, ja. Cool. Das ist wirklich praktisch. Stelle ich mir mal hier so ganz dezent. Nein, wo stelle ich denn das jetzt hin? Hier. Aber nicht runterfallen bitte, ne? Ich meine hier nur. So, also die Box finde ich sehr schön. Die ist von außen, also die ist nämlich wirklich schlicht. Die kannst du auch richtig als Aufbewahrungsbox nehmen. Wenn du Bock hast, kannst du diese Box tatsächlich auch noch verschönern, indem du irgendwas draufklebst oder so. Da kannst du wirklich so eine schöne Box verschönern. Richtig geil, das ist ja praktisch. Ich guck mal, wie die von innen aussieht. Achso, von außen ist die auch wirklich so, einfach so glänzend so ein bisschen, ne? Halt ganz normal Kartonage. Und auch von innen ist die wirklich schlicht. Super, das ist nachhaltig, Leute. Das gefällt mir. Ich habe sie jetzt aufgemacht und so sieht das aus. Ist wirklich schwer, das ganze Ding. Ich bin wirklich gespannt, ne? Ist das aufregend? So. Do it with love. Respect and condoms. Jugend gegen AIDS. Das ist super. Sind da Kondome drin? Das finde ich praktisch, denn ich habe ja, ich sage es irgendwie gefühlt in jedem Video, ich habe ja die Pille abgesetzt. Dementsprechend brauche ich sowas. Das ist ja super. Das ist richtig praktisch. Ja, hier ist ein Kondom drin. Sehr gut. Vielen Dank. Werde ich brauchen. Ist tatsächlich eine Initiative von Billy Boy. Und jedes Billy Boy Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Okay, dass da wahrscheinlich keine Löcher drin sind oder so. Das ist ja praktisch. Finde ich voll gut. Und AIDS Vorbeuge ist unheimlich wichtig. Mhm. Schlaue Leute. So, was haben wir hier? Vichy Derma Blend. Ach, ist das witzig. Die wollte ich mir tatsächlich holen. Die Foundation wollte ich mir mal holen. Aber sie ist mir irgendwie zu teuer. Keine Ahnung, ich kaufe mir auch andere teure Foundations, aber die will ich nicht. Das ist total verrückt. Auf jeden Fall sind hier zwei Farbtöne drin. Einmal 25 Nude und einmal 35 Sand. Und das sind halt so Proben. Das finde ich praktisch. Da kannst du wirklich mal testen. Ich denke, dass Nude zu mir passen wird, denn ich bin eine Leiche quasi vom Hautbild her. Also nicht vom Hautbild, sondern von der Hautfarbe her. Also richtig cool. Das ist praktisch. Ich mag das, ne? Ja. Ein tonkorrigierendes Make-up. Super. Das ist auch jetzt total praktisch. Fenestil Kühl Roll-On. Lindert Juckreiz und Brennen durch Kühleffekt, zum Beispiel bei Insektenstichen und Sonnenbrand. Richtig praktisch. Also bei diesen Apothekenboxen hast du ja nicht nur irgendwie Kosmetika dabei oder Pflege, sondern auch richtig Apothekenprodukte. Und halt auch Full Size, ne? Das ist ja der Wahnsinn.
Das ist super, weil wir haben halt einen Teich und dementsprechend haben wir natürlich auch hier Viecher. Unsere Fledermäuse, die hier rumfliegen, ja, sagen wir mal, eliminieren das Ganze auch wohl ganz gut, genauso wie auch die Vögel, die hier immer fliegen. Aber es bleiben natürlich immer welche über und da ist sowas super, wenn man dann gestochen wird, richtig, richtig praktisch. Cool. Und wir haben auch einen Hobby-Imker bei uns hier in der Nachbarschaft. Wobei mich hat noch keine Biene gestochen. Mein Freund wurde letztens gestochen, weil er bei uns am Teich stand und sich dachte, ach, sieht das schön aus. Und hatte hier leider eine Biene eingeklemmt und die hat ihn natürlich gestochen. Aber da ist sowas super. Danke, liebes Doc Morris Team. Das ist ja cool, dass ihr sowas mit reingepackt habt. Richtig praktisch. Die ist auch noch richtig lange haltbar, bis 12/21. Das heißt, diesen und nächsten Sommer kann ich das verwenden. Das ist cool. Oh, mega. Kannst du auch super mal in eine Tasche mitnehmen, ne? Wenn du irgendwo auf, ja gut, wir haben keine Fahrräder, aber auf Fahrradtour rein theoretisch wärst. Ja, der ist geruchsneutral, das ist auch super. Das ist irgendwie Glas, eine Glasflasche. Ach, ist das super. Das gefällt mir ja schon wieder, ne? Fängt alles super an. Und Leute, ich habe jetzt ja auch gerade hier den Blick rein. Es ist der Wahnsinn, was hier alles drin ist. Also danke, 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 dass ihr mir das empfohlen habt quasi. Hier habe ich noch mit drin eine Luvos Heilerdemaske, eine Hydromaske, die kann ich aktuell so gut gebrauchen. Spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Algen, Meerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Wow, ich brauche zurzeit ganz, ganz viel Feuchtigkeit für meine Haut. Auch wenn ich Unreinheiten habe, ist es so, dass ich tatsächlich sehr viele Feuchtigkeitsmasken, Feuchtigkeitspflegeprodukte verwende, weil meine Haut an sich sehr trocken ist und dementsprechend mache ich mir auch echt viele Feuchtigkeitsmasken zurzeit. Von Schäbens hatte ich jetzt gestern oder vorgestern eine, die war auch super. Mega geil. Ja, freue ich mich drüber. Wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen verwendet. Geil. Oha, von NYX. Das ist auch eine sehr hochwertige Marke. Da habe ich ein Haaröl auch mal von gehabt. Oder habe es immer noch? Ich glaube, ich habe es immer noch. Das ist eine Luxurious Body Cream Global Anti-Aging with B-Floral Cells. Okay, das ist eine Körpercreme, die quasi antifaltenmäßig ist. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen für zum Beispiel das Dekolleté. Das, ne, da hat man ja auch, dass man, oder halt Möpse, ne, da hast du Zeichen der Zeit. Da sieht man das nun mal irgendwann. Kann ich mir echt gut vorstellen. Verwöhnende Körpercreme, Anti-Aging Komplettpflege. Komplettpflege mit Fünffachwirkung nährt, glättet, verbessert die Elastizität, verdichtet die Haut und festigt. Ohne Parabene. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das ist geil. Das ist wahrscheinlich noch zu, ne? Nee, guck mal, das ist auf. Yay. Das riecht gut. Riecht dezent, aber es riecht gut. Es ist sehr dickflüssig, aber ich meine, gut, das ist eine Bodycream, ne? Was hätte ich erwartet? Falls ihr euch wundert, ich habe ein bisschen mit Sammy gekebbelt, deswegen habe ich ein paar Scratches, ein bisschen Kratzer von ihm auf der Haut. Wir haben ein Spiel gespielt. Sehr, 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 sehr leicht. Also wenn du es dir drauf machst, wirst du es wahrscheinlich gar nicht riechen. Aber es hat so einen einfach cremigen, sanften Duft. Oh, das fühlt sich schön auf der Haut an. Ich habe jetzt ein bisschen hier einfach auf die Hand gemacht und das fühlt sich schön an. Oh, geiles Produkt. Da freue ich mich drauf. Wow, cool. Wir haben ein Spiel nämlich gespielt, wo ich ein Leckerli in eine Hand gepackt habe und in die andere Hand halt nichts. Und dann musste er halt, eigentlich wollte ich ihm beibringen, dass er nur durch die Schnauze, durch Anstupsen mir sagt, wo das Leckerli ist. Aber er hat halt seine Pfote genommen immer. Deswegen, ja, ein paar Kratzer. Aber es ist nicht schlimm. Gestern Abend haben wir das gespielt. Als ich im Bett war. Super. ja. Das nächste Produkt von Eucerin. PH5, ein Duschgel. Bewahrt die Schutzfunktion strapazierter Haut. Das kann ich mir echt gut vorstellen, wenn ich jetzt so sonnengeschädigte Haut habe, vielleicht ein bisschen Sonnenbrand oder so, wenn ich ein bisschen zu viel in der Sonne war halt, ne? Dass das gut funktionieren wird. Ansonsten wird das wahrscheinlich ein Produkt für meine Mama werden, weil meine Mama halt wirklich empfindliche Haut hat. Morgens Muttertag, ich glaube, das packe ich noch schnell in ihre Sebamed-Box mit rein, aber ich rieche trotzdem mal dran. Ja, das riecht halt einfach ganz dezent. Und pH-neutral, wie es halt bei Sebamed auch der Fall ist, ne? Das finde ich cool, da wird sie sich garantiert drüber freuen, das kommt mit in ihre Box. Habe ich jetzt gerade beschlossen.
Klinisch getestet, empfindliche trockene Haut, medizinische Hautpflege. Selbst bei häufigem Waschen ist die Haut vor dem Austrocknen geschützt und die Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse wird bewahrt. Mild schäumend, seifenfrei, auch bei Seifenunverträglichkeit zur Pflege allergiegestresster Haut. Soforttyp zum Beispiel Heuschnupfen. Okay, sowas haben wir jetzt nicht. Wir haben mehr so Neurodermitis. Für Babys, Kinder und Erwachsene. Mega cool. Echt. Hier habe ich von der Marcel totes Meersalz, ein Körperpeeling Mango. Ach, was schön. Pflegeöle, afrikanische Mango und Mineralien. Also diese Box gefällt mir gut. 100% naturreine totes Meer Mineralien. Meine Herren, das tote Meer gibt dir ganz schön was her. So viel, wie man irgendwie was liest mit totes Meersalz, oder? In wie vielen Produkten das so mittlerweile drin ist. Weil so riesig ist das tote Meer doch gar nicht. Aber gut. Naturrein, Bodylotion. Ach, mit Bodylotion-Effekt. Guck mal, dann hast du vielleicht sogar, dass du da, genau, Pflegeöle, ne? Dass du das so ein bisschen rückfettend quasi hast, dass du dich danach nicht nochmal eincremen musst. Das finde ich auch praktisch. Das habe ich ja auch an dem Kneipp-Cremeöl-Peeling so geliebt, ne? Mega. Das finde ich toll. Praktisch, praktisch, praktisch mit Mango. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt geschützt ist, aber kennt ihr noch diesen Werbeslogan? Fanta Mango geht über das Meer, singen 1, 2, 3 und die Südsee kommt. Fanta Mango geht über das Meer. Wie die Sonne auf Hawaii schmeckt die neue Fanta. Fanta Mango geht über das Meer. Jetzt hast du ein Ohrwurm. Fällt mir immer ein, wenn ich Mango lese. Entschuldigung, das musst du jetzt einfach mal sagen. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema hier. Was habe ich denn hier? Von Ladival. Ein Aktiv-UV-Stick für sonnenempfindliche Hautpartien und wasserfest. 50 plus sehr hoch. Ja, hallo. Das ist mein Produkt. Sowas brauche ich. Ich benutze ja auch so hohen Sonnenschutz. Ja, das ist ja super. Und das ist ein Stick. Hier muss man drehen. Wo kommt denn das raus? Ah. Ah. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Autan-Stick, den man damals hatte, ne? Und das hier scheint dann wirklich so ein geiler Stick zu sein. Den nimmst du in deine Handtasche und wenn du dann draußen bist, keine Ahnung, wenn ich jetzt rein zufällig... Also wirklich hier doch. Im Hochsommer meine Mittagspause zum Beispiel draußen verbringe oder wie auch immer und auf einmal die Sonne so krass rauskommt, dann kann ich mir den Stick nehmen, den rausdrehen und mir dann wirklich hier auf meine empfindlichen Partien geben. Und super, das freut mich. Ich packe den mal kurz an. Ja, der ist sehr cremig, aber sehr, sehr, oh, herrlich. Den kannst du gut verwenden. Sehr überhaupt nicht riechend. Das gefällt mir. Cool, das ist echt geil. Mega geil. Warum kannte ich diese Box vorher nicht? Was ist das? Die ist total geil. Hier haben wir was von Kneipp. Eine Sekundenfußcreme. Ja, bitte. Aktuell verwende ich nämlich eine Handcreme als Fußcreme, weil ich keine Fußcreme habe. Zitronenverbene und Avocado-Butter. Schnell einziehend und intensiv pflegend. Ja, das brauche ich. Das ist ja super. Das ist für samtweiche und erfrischte Füße in Sekundenschnelle. Die pflanzliche Pflegeformel mit wertvoller Avocado-Butter pflegt die Füße spürbar zart und geschmeidig, ohne ein klebriges Gefühl zu hinterlassen. Ein Creme, fertig, los. Mega cool. Das ist echt super. Da freue ich mich drüber. Zitronenverbene. Wie riecht denn Zitronenverbene? Ja, einfach nach Zitrone. So sieht es aus. Das ist halt so ein richtiges Fluid. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell das einzieht. Aber ich teste das einfach mal hier auf meinem Arm. Oh, das riecht echt. Für Fußcreme riecht es echt angenehm. Oh mein Gott, das ist ja wirklich, du brauchst ja nicht viel davon, ne? Ich kann jetzt einfach mal meinen kompletten Arm eincremen. Herrlich. Dann schauen wir mal, wie schnell das einzieht. Oh, es wird schon was, es wird schon was. Oh, ich will die ganze Zeit riechen, weil das so angenehm riecht. Ich mag ja nicht so gerne Zitronenduft, aber das riecht so ein bisschen wie... Ich weiß es nicht, es riecht gut. Und das ist schon eingezogen. Und es fühlt sich schön an. Also du kannst es tatsächlich auch im Sommer verwenden, um die Füße zwischendurch mal so ein bisschen zu erfrischen. Praktisch, wirklich praktisch. Und wenn das jetzt auch noch ordentlich pflegt, dann bin ich ja fröhlich. Noch was von Eucerin. Sun Protection. Oil Control. Ein Sun Gel Cream Dry Touch. Okay, also das ist ein Öl, was dann quasi trocken wird. Das ist ja auch praktisch, ne? Mit Lichtschutzfaktor 50 plus. Das ist ja wieder meins, ne? Richtig geil. Für Mischhaut bis unreine Haut, Antiglanzeffekt, langanhaltend.
und mattierend. Also das ist dann wahrscheinlich auch was fürs Gesicht. Augenkontakt soll vermieden werden, aber ich denke, dass es fürs Gesicht sein wird. Also da steht jetzt nicht explizit drauf, dass es auf das Gesicht gemacht werden soll. Aber ich würde da mal von ausgehen, ne? Das ist ja mal der Wahnsinn. Schön. Und Lichtschutzfaktor 50 plus brauche ich, Leute. Also, ne, ich bin da sehr, sehr empfindlich und das freut mich einfach, dass ich jetzt dieses Produkt auch noch mit dabei habe und Eucerin ist nicht günstig. Was ist das bitte für eine krasse Box? Ich kann verstehen, weswegen die Leute so heiß dahinterher waren. Und weswegen die Website zusammengebrochen ist. Ja, so langsam dämmert es mir. Gesichtspflege, Physiogel, Hypoallergenik. Eine Gesichtscreme für trockene, für empfindliche, trockene, zu Rötung neigende Haut. Verringert sichtbar Hauttrockenheit und Rötung für ein angenehmes Hautgefühl und einen ebenmäßigen Teint. Spendet sofortige und langanhaltende Feuchtigkeit ohne Konservierungsmittel, Parfüme und Farbstoffe. Okay, das hier scheint dann auch ein Ultraprodukt zu sein, oder? Oh, das sieht ja wirklich edel aus, ne? Oh. Für die tägliche Anwendung speziell entwickelt, steht hier drauf. Ach, ich glaube, ich weiß, wem ich das mal geben könnte. Ja, der Ries ist halt ohne Parfümstoffe, klar. Aber das ist halt so ein Pumpspender, das ist richtig schön. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Geht aktuell reduziert auf 16,99 €, aber trotzdem, das ist ja wahnsinnig schön. Wenn ich bedenke, dass ich für die Box insgesamt 14,99 € bezahlt habe und jetzt erst zu den großen Produkten komme, mache ich nochmal. Nochmal. Ganz viel nochmal. Warum habe ich mir eigentlich nicht zwei bestellt? Genau, weil nachdem ich bestellt habe, ist es ja nochmal zusammengebrochen. Macht die Haut weniger empfindlich. Ach, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Ich glaube, die werde ich einer Freundin von mir geben, weil die hat auch wirklich mit Rötungen zu kämpfen. Ich glaube, die wird sich darüber freuen. Ich frage sie mal. So, Exilor 3-in-1, ein Schutzspray, unsichtbarer Schutz gegen Dornwarzen, Fußpilz und Nagelpilz. 8 Stunden unsichtbarer Schutz, das ist so ein Fußspray, was du nehmen kannst, wenn du irgendwo in öffentlichen Anlagen unterwegs bist, wenn du beim Sport bist oder wenn du, ne, im Schwimmbad bist oder so und vorher nimmst du dann dieses Schutzspray und dann hilft dir das, glaube ich. Im Fitnessstudio, in Umkleiden, öffentlichen Bädern und Hotelzimmern. Stimmt, im Hotelzimmer, da kann ich mir das auch echt gut vorstellen, dass da Kram ist. Mikroben, die Infektionen am Fuß verursachen, können überall sein. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, es ist ja geil. Weil gerade so Ekelsachen wie Nagelpilz und so, das fängt man sich einfach ein. Oder Fußpilz, ne? Das ist schon ziemlich eklig. Und so sieht das aus. Das ist ja, ne? Ein richtig großes Spray. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann ich persönlich nicht so viel mit anfangen, weil ich nicht so viel barfuß in öffentlichen Gefilden unterwegs bin. Aber ich denke, dass ich das meinem Stiefpapa mal schenken werde. Weil der macht Sport. Die gehen auch in eine Sauna und so. Und ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube, das macht Sinn. Alto Belli, was bist du denn? Von Vichy, Ideal Soleil. Capital Ideal Soleil. Beruhigende After-Sun-Milch. Gesicht und Körper. Langanhaltende Feuchtigkeit. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja mal riesig, oder? Das ist eine riesige After-Sun-Lotion. Finde ich cool. Süß, hinten steht das einfach mal auf Holländisch drauf. Kalmane After-Sun-Milk. Gesicht in Lichtarm. Hydratiert intensiv. Ja, oder... wir gucken einfach hier auf den Aufkleber. Es ist halt beruhigend, es ist hypoallergen für sensible Haut und ja, das finde ich cool. Und das hält auch lang an, das finde ich auch gut, die Feuchtigkeit. Also ab der ersten Anwendung soll sich die Haut halt durchfeuchtet anfühlen und einfach mehr geschützt, ne? Ich habe jetzt mittlerweile ziemlich viele After-Sun-Lotions. Ich denke, dass die ein oder andere dann auch mal weiter wandern wird in der Familie oder so. Ja, die hier ist auch noch wirklich komplett verschweißt. Das ist auch ganz cool. Ansonsten habe ich halt was fürs nächste Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange sich sowas dann immer hält. Steht gar nicht drauf, ne? Ne. Aber das kann man dann auch notfalls irgendwie... Na, dann kommen die nächsten Boxen. Ich werde irgendwas weitergeben in der Familie. Aber was ein Oschi von Produkt, das ist riesig, das sind einfach 300 Milliliter, kabäm. Das vorletzte Produkt ist in einem Tütchen verpackt. Und da haben wir von La Roche-Posay die Respectisme Mascara Multidimensions High Tolerance. Jo, so eine kleine Probe. Ich habe gehört, dass die unheimlich toll sein soll, ich habe das schon mal gehört.
Machen wir die mal auf und riechen wir dran. Das muss ja immer sein, ne? Oh, das hat ein Gummibürstchen. Das gefällt mir schon mal. Und die ist ja schon sehr flexibel. Huch. Riecht aber gut. Doch. Ne? So ein Gummibürstchen. Kann man nichts zu sagen. Die wird auf jeden Fall getestet. Mega. Dass eine Mascara mit drin ist, ne? Das finde ich ja auch cool. Was soll die überhaupt machen? Multidimensions. Ich hätte jetzt gesagt, dass die garantiert irgendwie Volumen macht oder so. Maximale Fülle. Die für 16 Stunden anhält. Ja, wow. Das ist krass. Die ist auch für empfindliche Augen- und Kontaktlinsenträgerinnen geeignet. Das ist ja cool. Oh, guck mal. Da ist ein enthaltenes Wimpernpflegeserum mit drin. Und das macht nach 4 Wochen einen Boost-Effekt um kräftigere und gepflegtere Wimpern. Oh, das finde ich super. Das finde ich super. Also die soll dann quasi auch noch deine Wimpern pflegen, verlängern. So war, auf sowas stehe ich ja. Ne? Ich habe ja die von Catrice, die Volume Boost Mascara vorher verwendet. Die ist jetzt auch bei meinen Favoriten gelandet. Aber die ist jetzt sehr aufgebraucht. Und das hier ist dann quasi ein würdiger Nachfolger, weil auch die Volume Boost Mascara hatte ein Gummibürstchen. Mega. Das wird dann auch täglich verwendet, denke ich. Also unter der L'Oreal Paradise Ecstatic oder unter der Better Than Sex von Too Faced. Mega. Geile Sache. Boah, was sind hier für Produkte drin? Das ist ja ein krasser Wert. Ich fall vom Glauben ab. So, und als letztes haben wir hier was zu essen für Claudi. Das finde ich super, denn es ist 11.48 Uhr an einem Samstagmorgen, wo ich um 9 Uhr aufgestanden bin und ich habe noch nichts gegessen. Das ist ein Liebling sorgenfrei Bio-Riegel ohne Zuckerzusatz, laktosefrei, Paleo Raw. Ja, von Nassi Balance Vienna. Mandel, Dattel, Feige, Banane und Baobab. Und mit einem Schwan drauf. Der wird jetzt vernichtet. Eat, Care, Love. Bio und vegan. Ja, dann musst du nur noch schmecken. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ansprechend aus, finde ich. Ne? Hier oben ist es sehr hübsch mit den Mandeln. Und ja, wir gucken mal. Oh, das schmeckt gut. Mega lecker. Die Box ist leer. Du hast hier keinen Verpackungsmüll drin. Also nicht diese, ne? Wie heißen die denn? Irgendwelche Bobbles oder so hast du da nicht drin. Das ist schon mal sehr lobenswert. Boah, vom Preis her oder vom Wert her habe ich keine Ahnung. Mega hoch. Die sagen auf jeden Fall mindestens doppelter Wert. Ich würde sagen mindestens 50 Euro, wenn nicht sogar viel mehr. Blende ich dir hier aber mal ein. Ja, ich fand die Box ultra. Ich werde mir die auf jeden Fall nochmal holen. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich esse jetzt den Riegel zu Ende und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!